Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss mich schon fragen, in welcher Debatte wir hier eigentlich sind und zu welchem Zeitpunkt der Entwicklung. Wir haben hier gemeinsam einen Integrationsplan auf den Weg gebracht, in jedem Ausschuss darüber diskutiert, welche Maßnahmen auch im Bildungsbereich angelegt sind. Und ich habe hier Beiträge gehört, als hätten wir nie in diesem Haus darüber geredet. Das macht mich fassungslos, muss ich sagen. Eigentlich hätte doch ankommen müssen, haben wir da ein Bildungsproblem, Frau Schmitz? Eigentlich hätte doch ankommen müssen, dass wir in keinem anderen Bundesland wir die Vielfalt der Bildungswege verbunden mit dem Recht auf Bildung in Nordrhein-Westfalen vorhalten. Wir haben mittlerweile 109 Millionen Euro in der Weiterbildung, gemeinwohlorientierte Weiterbildung, die sowohl abschlussbezogen ist, wie die Grundlagen im kulturellen Umgang, im sozialen, im gesellschaftspolitischen Umgang und natürlich die Sprachförderung auf sich genommen haben und das Schultern mit großem Engagement reingegangen sind. Das, was unsere Schulen leisten, das, was wir mit den internationalen Förderklassen leisten. Und jetzt kommt an einer Nahtstelle ein Vorkurssystem dazu. Und das ist kein Fachunterricht mit einer berufsbezogenen Vorbereitung. Das haben wir nämlich mit den internationalen Förderklassen schon angelegt, um eine Berufsorientierung reinzubringen und direkt den Übergang in Einstiegsqualifikationen, in berufsvorbereitende Maßnahmen zu schaffen. Und das ist genau die Rückmeldung auch aus den Berufskollegs, die wir ja hier gemeinsam diskutiert haben, die gesagt haben, nein, wir wollen diesen Punkt, um Jugendliche, junge Erwachsene überhaupt fit zu haben, damit sie starten können, weil sie mehr Zeit brauchen als in einem oder in maximal 2 Jahren internationaler Förderklasse. Dazu braucht es auch für eine ganz bestimmte Gruppe noch einen Vorkurs. Genau das wird angeboten. Genau das startet jetzt in diesem Bereich. Und dann ist es doch sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir eine sehr heterogene Gruppe von Zugewanderten haben. Mit unterschiedlichsten Erfahrungen, mit Berufserfahrungen in verschiedenen Konstellationen, zum Beispiel als Familienfrauen schon. Dafür haben wir ganz flexibel Möglichkeiten geschaffen. Wir wollen, dass die jungen Frauen und Mädchen diese Bildungsmaßnahmen auch wahrnehmen. Deswegen gibt es Brückenkurse zum Beispiel, wo die Betreuung von Kindern gewährleistet ist, damit sie da ihren Einstieg haben. Das ist wirklich ein ausgefeiltes System auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und was machen Sie, Frau Schmitz? Sie machen hier wieder Legendenbildung und Gemäldebildung von Dingen, die so einfach nicht richtig sind, nach dem Motto, die Gymnasien werden vernachlässigt, das ist auch so eine Ente, die sie in die Welt setzen, wir wollen Stellen abbauen, das werden wir auch noch mal gleich klären, und die FDP hätte sich erneuert. Das ist alles falsch. Es ist alles falsch. Frau Kollegin, wir entschuldigen Sie. Frau Kollegin Bunse würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Lassen Sie die zu? Ja. Gerne, Frau Bunse. Zu dem Punkt komme ich aber gleich nochmal zurück. wir sind gespannt, Frau Beer. Frau Beer, Sie haben jetzt ganz weit ausgeholt und Sie kriegen gar nicht über, sind ein bisschen erregt dabei, kriegen ja gar nicht überall den Widerspruch. Aber es geht meine Betriebstemperatur. Ja, die schätze ich ja auch. Frau Beer, aber ich denke, man sollte doch jetzt mal sich darauf konzentrieren. Der Punkt ist doch der, dass mit diesem Programm, wie auch immer es auslaufen wird, zunächst einseitig eine Schulform ganz massiv belastet ist. Und diese Schulform, das habe ich mir jedenfalls berichten lassen, muss dafür auch Lehrerpersonal zur Verfügung stellen, ohne dass sie dafür mehr Lehrerpersonal bekommen hat. Und dafür muss dann unter Umständen auch regulärer Unterricht gekürzt werden. Und das ist eigentlich der Punkt, über den die FDP in ihrem Antrag diskutiert hat und über den wir auch diskutieren. Nicht die vielen Punkte, die Sie gerade angerissen haben. Da komme ich ja genau zu einer wunderbaren Schleife, Frau Bunse. Das verbindet nämlich die Antwort in Richtung FDP. Das will ich doch gerne tun. Also, 1 und 1 ist 2 und einen Flüchtling kann man nicht teilen, der zählt auch nur einmal. Wir haben nämlich Folgendes gemacht, und das ist auch die Antwort auf das, was Frau Schmitz vorgetragen hat. Das ist einmalig in diesem Haus, das will ich noch mal sagen. Die Zugewanderten sind zu uns gekommen, bevor die Umverteilung in die Kommunen passiert ist, bevor sie in den Schulen angekommen waren, hat diese Landesregierung die Stellen zur Verfügung gestellt. Normalerweise ist das anders, das wissen Sie eigentlich auch von der Systematik. Dann wird in der allgemeinen Schuldaten wird geguckt, abgefragt und wer ist wo. Das haben wir umgekehrt. Das heißt, wir haben die Ressourcen fortlaufend vorher zur Verfügung gestellt und entweder kann der Geflüchtete oder die Geflüchtete in der internationalen Förderklasse am Berufskolleg sein oder im Vorkurs.
Vorkurs. In beiden geht das nicht. Das heißt, die Schulen haben diese Mittel bekommen und sie können jetzt differenzierter als vorher eingesetzt werden. Und die Haushaltsmittel sind erstmal beschrieben bis zum Jahr 2017 und 2018. Und wir müssen dann natürlich gucken, wie setzt sich das fort. Wer kommt denn wo an? Sie haben doch zu Recht darauf hingewiesen, dass es jetzt losgeht, dass die Berufskollegs, die werden ja nicht in ein Zwangskorsett gebracht, das will ich auch noch mal sagen, sondern sie entscheiden sich, dieses Programm anzunehmen und sich da zu engagieren. Und viele nehmen das wahr, weil sie genau sagen, so, jetzt haben wir diese Vorstufe, die können wir anlegen, im Übrigen auch mit multiprofessionellen Teams. Frau Bunse, da reden wir lange genug hier im Haus darüber, wie das zusammengeht. Und damit haben wir die Basis, die Zugänge. Wir brauchen jeden Platz, um das Recht für Bildung auf die Menschen, die zu uns gekommen sind, unabhängig von der Bleibeperspektive, das wirklich umzusetzen. Und das ist ein Baustein, der sinnvoll ist, das ergänzt ist. Und ich habe doch Debatten noch im Ohr um die Frage Schulpflicht Bayern. Ja? Da haben wir hier den Experten gehabt. Was ist das denn? Ein potemkinsches Dorf ist es gewesen. Da sind die Plätze ausgerufen worden, die Schulpflicht ist ausgerufen worden, die Lehrer waren nicht da und dann wurde staatlicherseits ein Großteil der Geflüchteten von der Schulpflicht befreit, weil die Optionen gar nicht da waren. Das gibt es hier in Nordrhein-Westfalen so nicht, sondern wir bringen jeden jungen Menschen so schnell, wie es geht, in die Schule und ins Bildungssystem. In die Weiterbildung, jetzt in das System der Vorklassen, Weg geht dann in die internationalen Förderklassen und möglichst dann natürlich auch in die berufsqualifizierenden Maßnahmen. Und wir müssen bei jedem auch hinschauen, was ist richtig. Ist es jetzt der Weg in die Schule oder mit welchen Vorerfahrungen kommen Sie? Ist es der Weg, der direkt gegebenenfalls führt, auch in den Arbeitsmarkt? Mit unterschiedlichen Maßnahmen, da ist die BA ja auch dabei. Ich stelle allen beteiligten Kolleginnen gerne noch mal die Gesamtübersicht der Maßnahmen zur Verfügung. Die Ministerin hält sie dankenswerterweise, ist diese Übersicht da. Kriegt man im Bildungsportal, haben wir vorgelegt, haben wir diskutiert. Aber das Sittengemälde, was Sie hier aufgemacht haben, Frau Schmitz, funktioniert so nicht. Und es ist einfach nur ein plumper Versuch, jetzt hier, nachdem das Programm gerade erst angelaufen ist, schlechte Stimmung dafür zu machen. Und alle anderen Dinge werden wir hier begleiten, werden sie weiter begleiten, auch in der nächsten Legislatur natürlich. Und dann werden die Stellen auch haushaltstechnisch fortgeschrieben. Das ist die Koalition, die die Stellen aufgebaut hat und nicht abgebaut hat. Und so geht es auch weiter. Da verweise ich noch mal auf meinen Beitrag eben. 10.000 Stellen, die Sie schon abgeschrieben hatten. 700 Millionen, die der Kollege Witzel 14.000 Stellen streichen wollte. All diese Dinge wollen wir doch mal nebeneinander stellen. Wer hat was gemacht? Wir sind verlässlich in dem Weiterfortschreiben der Ressourcen. Das werden wir so weiter tun. Und durch einen solchen Antrag lassen wir uns nicht verwirren. Wir nehmen unsere Verantwortung wahr, schauen drauf und führen es weiter.